herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flohmarktfunde. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dir dieses Video anschaust. Ich war unterwegs mit Kanzler. Wir waren auf einem Städteflohmarkt, der um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens schon losging. Wir waren sehr früh da, muss man ja, wenn er um 3 Uhr, 4 Uhr losgeht. Und wir waren da, glaube ich, bis 6 Uhr, halb 7 dort. Und von dort aus sind wir auf einen Dorfflohmarkt, gegangen. Und was wir alles da gefunden haben, zeige ich euch jetzt in dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß, schöne kleine Funde. Und ja, ich habe zum ersten Mal etwas gefunden, was ich zuvor noch nie gefunden habe und gehabt habe. Viel Spaß. Ja, aber halt schön handfest. Und hab ich auch letztens gefunden. Auch so 15. Und was würden Spiele hier kosten, die beiden hier zum Beispiel? Ja, 20. Für beide, oder? Ja. Dunklen, aber zu, sieht komplett aus, ne? Wärst du auch mit 15 einverstanden für die beiden? Bist du noch was? Bist du der 19. Okay. Du bist neben denen gerade der Erste, der hier guckt. Echt? So. Bist du Erste? Und ja, außer der hier richtig reingeht. So, mein erster Deal bei einem Händler. Ja, 2 PlayStation 2 Spiele, habt ihr gesehen. Ich habe ihn nicht ganz verstanden. Ich meinte, er wollte 25 Euro als erst haben. Ja, er hatte den Stift im Mund, hat noch die Preise drauf geschrieben. Pipapo. Ja, da gab es nämlich 2 Spiele. Am Ende bezahlt 19 Euro. Ich denke mal, es geht in Ordnung. Ja, das sind 2 schöne Spiele. Und ja, die zeige ich euch jetzt mal. So, für 19 Euro war Silent Hill 3 für die PlayStation 2 dabei. Die war komplett mit der Anleitung etc. Und dieses Spiel habe ich mir noch dazu gebundelt. Scooby-Doo, Fluch der Folianten. Ja, richtig, richtig nice das Cover. Das sieht richtig nice aus. Und ja, für die beiden Spiele 19 Euro, denke ich mal, geht völlig in Ordnung. Vor allem war es ein Händlerstand. Okay. Aber eher so. Achso, ah, cool, das sind Oldschool-Karten. Mhm. Da schaut? Ja. Ja. Was sind sie für die Sachen haben hier? Ich jetzt sage hier die Sachen so und das Turok war glaube ich dabei. Das sind 3 Spiele und Yu-Gi-Oh! Pokémon-Karten und Anleitung von Turok. Also das hier? Das hier? Nee, so. Okay. Diese Sportdinger. Oder Wave Race, hast du ja auch die Anleitung, ne? Ja, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Ich habe das mal aufgeschrieben. Da ist kein Glurak dabei, leider. Kein so. Glurak? Kein Glurak dabei. Kennst du Glurak? Ja, die, ja. Hast du? Ich hab einen, ja. Ah, cool. Dabei? Ah, cool. Verkaufst ja, du die? Ah, das ist kein First Edition. Das ist leider kein First Edition. Ja. Ne? Wenn du die auch verkaufst, sag bestimmt. Sag, ich weiß die noch. Verkaufe ich auch, ja. Aber die ist ein bisschen teurer. Ja. Also erstmal für die Spiele und das da. Also für 50 würde ich es dir geben. Okay, mit Glurak, was würdest du mit Glurak machen? Jetzt haben wir den Zustand da hinten. Ja. Sag was an, wir sind offen.
Ja, Turok weiß ich nicht. Da wollte ich mal bei 100 Euro versuchen. Okay, also First, ja, aber ohne First, ja, ist es schwierig. Ja. Also 50 hast du gesagt. Ich wäre bei 40, machen wir 45. Ja, also 50 muss ich schon 50. Haben. Ja, aber das ist ja schon. Ich weiß ja, was die, klar, die sind halt geklebt, ja, aber ich weiß, was die im Internet noch wert sind. Okay. Noch, die sind auch noch ein paar seltene dabei. 50, ja. Also so. Das ist schon sehr gut. Ja, machen wir. Ist okay. So, hier an dem Stand gab es für mich Spiele plus Karten. Ja, richtig cool. Sogar eine Glurak-Karte war dabei. Die Glurak-Karte habe ich jetzt dort liegen gelassen. Aber ich war zu einem späteren Zeitpunkt wieder dort. Ob ich das dann bekommen habe, werden wir später sehen. Ja, ich habe 50 Euro da liegen gelassen. Ich denke mal, es geht völlig in Ordnung. Vor allem schöne Karten, schöne alte Karten waren dabei, die auf jeden Fall einen gewissen Wert haben. Die Preise blende ich mal ein, weil jede Karte ist anders. Es gibt ja verschiedene Versionen von Yu-Gi-Oh! Und da bin ich auch noch nicht so ganz fit. Deswegen blende ich euch das mal ein. Und ist auch sozusagen auch Training für mich, damit ich weiß, ah, okay, das ist so teuer, das ist so teuer. Kann man ausgeben, kann man nicht ausgeben. Ja, die Karten bleiben eh in der Sammlung. Ja, ich zeige euch mal, was ich geholt habe an den Spielen als erstes. So, da gab es für mich hier dieses N64-Spiel Snowboard Kids. Ja, habe ich zuvor noch nie gehabt. Mal gucken, wie das ist. Vielleicht spiele ich das mal an. Dann gab es für mich noch Turok 2 mit der Anleitung. Richtig cool. Und das letzte N64-Spiel Zelda war dabei. Ja, und dann gab es für mich noch einige Karten. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine ganze Seite. Giflor, Visaflor, Tauboga, Glutexo, hier in Reverse, Arctos, B-Ball, Electroball und Mistien Holo. Das sind richtige schöne Oldschool-Karten und dahinter auch noch ein paar. Die sind aber jetzt nicht so krass. Hier die vordere Seite, wie gesagt, sind schöne Karten dabei. Und dann gab es für mich noch vereinzelte Karten. Yu-Gi-Oh! Hier haben wir einmal hier den Tun. Dann gab es für mich dreimal aufgegeben. Einmal auf Deutsch, zweimal auf Englisch. Dann gab es für mich noch drei Spirit Message Karten. Also einmal N, einmal A, einmal L. Richtig nice. Zweimal dunkle Magier bekommen. Ja, richtig, richtig schöne Karte und richtig oldschool. Klar, gibt es viele Reprints. Ich weiß jetzt nicht, welche Version das ist, aber ich werde es auf jeden Fall hier unten im Video jetzt natürlich einblenden, auch was sie wert sind. Und dann haben wir hier noch den rotäugigen Drachen und gleich zweimal den blauäugigen weißen Drachen, Leute. Richtig geil. Das hat mich auf jeden Fall richtig geflasht, wo ich das gesehen habe. Ja, und das alles für 50 Euro. Richtig cool. Schade, dass es mit dem Glurak erst nicht geklappt hat. Aber ich bin ja im Nachhinein nochmal hingegangen, mit ihm zu quatschen. Und ob es geklappt hat, sehen wir dann ab zur nächsten Aufnahme. Das, ja. Ja. Ich würde mir jetzt nicht bei mir erzählen, dass das ein Traum war, dann sage ich das meinem Sohn, da wird er vom Preis nicht runtergehen. Echt? Achso, ja, okay, kommt drauf an. Ne? Taktisch sehr uncool. Taktisch uncool, richtig. Genau, du musst mal beeilen, mit den drei Leuten. So, das ist ja die Mutter. Ja, das ist Mutter, die. Ja. Games? Einzelne? Okay, ich nee, nur Mario. Für 65. Ja. Ja, da gehören so Karten dazu, weißt du, hier die drei Karten. Ja. Aber immer schwer. Nee, ist auch nicht komplett. Was soll das kosten, das eine Spiel? 3 Euro. 3. Können wir da 2 machen? Ist in Ordnung. 2,50? 2,50, okay. Ja, bei der jungen Frau gab es ein PlayStation 2 Spiel, was ich für mich nehmen wollte. Und zwar hier einmal Yu-Gi-Oh! Für 2,50 Euro. Leider ohne die Karten. Ja. In dem Spiel waren früher Karten drin und ich suche wirklich immer noch nach diesen Karten. Ich habe das Spiel jetzt bestimmt 4-5 Mal in letzter Zeit gefunden, aber immer ohne die Karte. Vielleicht finde ich irgendwann die dazugehörigen Karten. Ja, das ist das Überbleibsel quasi. Was soll das eigentlich kosten? Was hast du denn für eins? Darkseid. 3 Euro. Ja. Machen wir 2? Passt. Ja, ja, passt. Ich bin super. Froh, wenn ich das alle wissen. Habt ihr auch was an Videospielen dabei? Nee, ne, weil ich hier was von Nintendo sehe. Nee, Spiele gar nichts. Die habe ich bei mir, Videospiele, ne, habe ich gar nicht. Ich habe einiges an DVDs, aber die habe ich im Laden noch. Okay, was soll das kosten hier, die Figur? Das ist Stoff hier, ne? So, ja. Ein Stoff. Auch eine Stift, ich weiß nicht. Ja, ja, Stoff. Können wir da 3 machen? Geht das?
4, weil es geht zum guten Zweck für einen Tierschutz. Oje, dann sag ich, okay. Dann machen wir's. Nee, ich hab da vorne das Schild aufhängen, das geht direkt zum Tierschutz. Ah, okay. Glaube ich schon. So, beim ersten Deal gab es für mich ein PlayStation 3 Spiel und zwar Darksiders für die PlayStation 3. Und ein paar Stände weiter habe ich noch etwas gefunden und zwar eine Amiibo-Figur aus Plüschi oder aus Wolle. Diesen Yoshi halt, ne? Richtig cool. Habe ich noch nie so gehabt und habe dafür 4 Euro bezahlt. Und für das Spiel 2 Euro, also 6 Euro für die beiden Dinger, denke ich mal, geht in Ordnung. Ich hab hier alles drauf. Sina, was willst du auf dem Werkzeug? Das sind 2 Waffen, bitte keine Kölzen. Ich wollte doch nur wissen, ob ihr wollt. Ich weiß, was wir nicht. Ja, wie immer. Oh, die haben so hart gehauen hier. Ich glaube, das ist so kein Wort. Das ist so blöd, blöd abzunehmen. Blöd abzunehmen. Ja. Ich hatte noch nie immer meine Rede. Ja. Ich weiß, dass ich gehe am Montag zum Aufzug. Ich war ja so unschuldig. Kannst du den Hammer nehmen, Papa? Du hast so Maske angehabt und brauchst das nicht mehr. Nix, ne? Dann, wenn die dann nicht spielen. Wie viel denn? 2 Euro. Was kostet so ein Spiel bei Ihnen? Also bis jetzt immer das Richtige drin. Okay. Bis jetzt. Ja. 5x1? 5x1? Ja. Wenn du mehr nimmst, dann werden wir mal. Ich guck mal, ja. Ja, Fahle, du hast nicht nur diese Kumpel. In jedem Auto ist fast da noch drin. Ja, und Fahle, da hast du nicht nur die Kumpel dazu. Was soll ich denn mit der Hand? An 3 Stück hätte ich vielleicht Interesse? 10er. 10? 8? Ach komm, ach, bitte. Ich kann eigentlich einen 5er für einen machen. Ja, das hätte ich. 10er ist okay, bitte. Sicher? Ja, auf jeden Fall. Sicher? Okay. Nur Verbrecher. Okay, jetzt gebe ich 20. Ja. Habt ihr noch so ein Gameboy oder so was Altes, Älteres? Nein, nee, ne? Burnout, ne, vorhin, glaube ich. Burnout war unten drin, ja. Irgendwo. Nee, das war's. Ah, hier. Ah, leer. Schade. Können wir eins machen für SpongeBob? Geht das für mich? Machen wir 1,50 und dann machen wir es, oder? Ah, jo. Machen wir 1,50. So, in dieser Kiste habe ich 3 schöne Spiele, wie ich finde, gefunden für die PlayStation 3. Um welche Spiele es handelt, zeige ich euch jetzt. Und One Piece für die PlayStation 3, aktuell richtig im Hype, vor allem die Karten von One Piece, ja. Die Karten, vor allem OP01 und OP05, ja, die sind ja geisteskrank aktuell. Und ja, das Spiel One Piece finde ich auch geil. Ja, hier habe ich ein amerikanisches Spiel gefunden, ja, Teil 3 von der Reihe So. Ja, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall geil. Ja, dann gab es für mich noch ein paar Stände weiter, das war ja in der Stadt, das war ein Städteflohmarkt, ein PlayStation 1 Spiel und zwar SpongeBob. Können Sie rausgeben auf 10 Euro schon? Ja. 4 Euro? Ja. Bitte. Ja, komm sofort. So, bei der Dame habe ich mir ein Spiel ausgesucht, beziehungsweise auch ein Spiel nur gefunden und zwar Mario Party 8 für die Nintendo Wii und habe dafür bezahlt 4 Euro. Geht völlig in Ordnung. Ab zum nächsten Deal. Von Ihrem Sohn. Von meinem Sohn. Ihrem Sohn. Okay. Ihrem Sohn. Die Anleitung haben Sie nicht irgendwo, ne? Nein, ne? Das weiß ich. Ah, doch hier. Nee. So wie da drin ist. So wie es drin ist. Genau. Hat der Sohn sie gegeben. Nee. Genau. So nach dem Motto, ich bleib heute Morgen liegen und die Mutter muss verkaufen. Ihr könnt die Arbeit machen, dann krieg ich das Geld. Ja, so. Ja. Genau so. Ich würde Ihnen dafür 4 geben ohne die Anleitung. Ist das in Ordnung? Gut, machen wir. Ja? Ja, okay. 4 ohne Anleitung? Ja. Ah, ja. Ja. Dann super. Einmal 4 Euro bitte. Achso, ich sind auch noch welche Sachen. 5er. 8 steht da drauf. Aber ja. Ich guck mal, was da drin ist. Deck ist weg. Das Handy. Das ist ein Handy. Oh, hier ist auch noch was PSP, wenn du willst. Guck. Die Öl haben sie gar nicht an, ne? Wahrscheinlich. Nee, die haben das gar nicht. Deswegen ist das nur noch so, da drin. Mein Gott, die sind ja schon
uralt. Naja, uralt, aber die waren tatsächlich immer noch gespielt, ne? Und irgendwann ist der mal schlagartig damit geschlossen. Okay. So. Machen wir hier für die Kleinen, Iris? Ich hatte Ruf geschrieben auf das Ding. Für die Einzelnen? Ohne Cover? Echt? Wir haben tatsächlich gegoogelt und die kamen tatsächlich noch mehr. Und ich habe gesagt, hier, wir sind auf dem Flohmarkt und sind hier bei Kleinanzeigen. Irgendwann möchten die drei auch haben. Ich biete sie Ihnen mal was an. Warte mal, sind das normale oder O3DS dabei? Das ist ein 3DS ist dabei. Da hatten wir, warte mal, 10. Machst du 4, 8, 12. Hier, gib mir 20 für alle zusammen. Ja, da waren wir ja schon bei 4. Mhm. Ja. 18? Dann nehme ich es. Weil das hatte ich 10. 4, 8, 12, 10. 18 hört sich noch am Plan. Ach, mach doch was. 18? Ja. 18 hört sich. Mach doch, was ihr wollt. Ich hab keine Lust mehr, ich geh nach Hause. So, bei dieser Familie auf dem Tisch lag viel rum. Ja, Handys, Spiele, dies und das. Ja, für mich war hier das sehr interessant. Habe ich noch nie zuvor gehabt. Final Fantasy für den DS. Ja. Ja, da hat die Anleitung jetzt gefehlt. Die anderen Zettelchen sind alle dabei. Aber die Hauptanleitung, denke ich mal, war dabei damals, ist jetzt nicht dabei. Ja, dafür habe ich jetzt 18 Euro ausgegeben, aber dann kamen noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel Mario Paper, also Paper Mario für den 3DS. Oder hier Pokémon Mystery Dungeon war noch dabei. Mario Kart. Ja, und dafür 18 Euro ausgeben, denk mal, geht in Ordnung. 4 Spiele, ein 18er. Ab zur nächsten Aufnahme. Ich gehe jetzt sehen, wenn du willst. Kann ich einen Was willst du mir geben? Profi, mehr gebe ich nicht. Nur wenn du willst, mäßiger. Ja, ich gucke jetzt mal bei den Zustellern. Ja. Hast du eingetütet? Einfach ein bisschen so Frischhatte vorher oder was ist das? Ja, oh fuck, ey, nicht, dass ich jetzt am Arsch ist. Also. Hast du eben noch nicht angeguckt? Ja, ja, das ist, weil das jetzt so richtig feucht und klamm wird hier. Achso, ja. Wegen dem ganzen Nebel. Deswegen, ja. Jede Sekunde, die jetzt in der frischen Luft draußen ist, ist ja noch weniger. Aber ist okay, für die Sammlung reicht das. Ja, ja, gebe ich dem Fubi. Dann weiß ich, dass es in guten Händen ist. Oder? Yes. So, bitte. Ja, perfekt. So, ich und Kanzler wollten den Flohmarkt verlassen, den Städteflohmarkt, und wir wollten uns auf den Weg machen zu einem Dorfflohmarkt. Ja, ich bin dann wieder an den Kollegen vorbeigelaufen, der die Pokémon-Karte hatte noch übrig, also die Glurak-Karte, die Base-Set-Karte, und ja, die war auch in einem sehr schönen Zustand. Und ja, ich bin hingegangen, habe gesagt, hier, hast du die noch, verkaufst du die noch? Ich würde maximal 50 Euro geben, nicht mehr. Ja oder nein? Ja, also er hatte die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen, ich wollte wirklich nur 50 Euro ausgeben. Und ja, ich habe die bekommen für den Fuvi, eine richtig coole Karte. Ich zeige die euch nochmal hier. Glurak Base Set in einem schönen, schönen Zustand. Ja, leider kein First Edition. Ich habe hier einige First Editions, aber die habe ich auch schon ein paar Mal auch gegradet. Richtig nice, die auf dem Flohmarkt zu finden. Ja, und für 50 Euro ist die jetzt meins. Da ja. Steht das. Was? Weil die echt abschleppen hier das. Darf ich mal aufmachen kurz? Den Zustand schauen? Sicher. Aber natürlich. Wir stand auch bis vorletzte Woche noch in der Sonne. Aber. Oh! Ja, da würde ich noch mal ein paar Tacken draufschlagen, glaube ich, bei der Kiste. Wenn er jetzt hier rumläuft oder auch wenn man sein Aufbieten hört. Gar keinen Bock mehr dann. Ja. Wobei ist ein Emser, die können durch abwetten, die können eh keine Ahnung. Machen wir da 30, geht das bei dem? 5 runter maximal. 32? Das Begleitung da, oder? 35 feiern. Das dürfte komplett sein. Ich hab das ohne Anleitung, ohne. Ja, 45. Dann okay, die ja, auf jeden Fall komplett. Ja. Ich hab's nochmal draufgeschrieben gehabt. Bei 1-2 hatte ich tatsächlich ja, die Anleitung. Dann halt ein bisschen hier von ehemaliger ja. Ausbildung. Mhm. Die alle, genau, okay. Ja, die sind okay. Used, oder? Ja, guck mal. Die zwei könnte ich mir. Hast du. Oder habt ihr das auf dem Schirm? Gerne auf dem Kanal auch mal ein bisschen. Ah, Monte, ja, kenn ich ja. Ja. Monte, gerne auf dem Kanal auch ein bisschen Werbung machen. So. Nee, ich habe auch einen eigenen Kanal tatsächlich. Aber wir sind das kannst du mir für die beiden machen? Gestern noch. Wo waren wir gestern? Und so weiter zu. Ein 5er runter pro Stück, würde ich sagen. Dann sind wir da, wo wir hin müssen.
75. Gibt's eine Seilbahn, ja, ja, und lauter solche, ja, abgefahrenen Dinge. Also 70. Dann geht's mir ein bisschen besser. Hast du Sega Mega Drive Spiele hier? Kein einziges. Ja, wir wohnen im kleinen Dorf. Das einzige, was ich hatte, ja, auf dem Genesis, hab ich grad, das habe ich eben verschenkt. Habe ich gesehen. F22. Genau. 75. 75 brauche ich. Oh, der Tom wird langsam sehr fair. Und der Zustand hier ist erledigt. Ja, der ist gut. Tschüss, war es gut. Nein, die Aufkleber halt noch. Ja, gut, aber ja, ist das für mich hat es dazugehört. Das haben wir uns auch aufgelassen. Man könnte jetzt auch mühselig in stundenlanger Kleinarbeit. Gebe ich dir 75. Das ist ja echt ein bisschen alles so mein Auto, aber ich glaube, ich bin. So, wir haben jetzt noch einen Deal gemacht, bevor wir zum Dorfflohmarkt sind. Ja, Richtung Auto haben wir noch einen Stand gesehen gehabt von einem Händler. Einige kennen ihn bestimmt, der ist auch oft in Retro-Börse unterwegs, ja. Und ja, da gab es für mich einmal hier dieses nice Spiel, ja, Jurassic Park, alles in der Box drin, schöner Zustand, ja, hier steht 45 Euro, wir haben, also ich habe 75 Euro da bezahlt und da war noch hier dieses Spiel dabei, Super Ghouls Ghost, ja, da stand ursprünglich 40 drauf, also wollte er eigentlich 85, ich habe jetzt 75 bezahlt. Das ist jetzt auch kein Abriss, ne? Das ist kein Abriss, Gott sei Dank. Ja, aber halt Klebereste, kein Abriss, richtig nice. Vielleicht mache ich das irgendwann weg, aber ich kann sowas eigentlich, ja, ich kann schon sowas, habe schon ein paar Mal weggemacht, aber bei Pappe passe ich immer auf. Auf jeden Fall die Dinger für 75 Euro, richtig cool, kommt auch direkt in die Sammlung. Bis gleich, Feier. Hallo. Morgen. Morgen. Habt ihr noch mehr was an Videospielen oder nur die drei Dinger hier? Nur noch die drei Dinger, der Rest ist schon weg. Ach so. Guck mal, Dings. Tau. Mama, was soll das hier kosten? Was willst du dafür ausgeben? Weiß ich nicht. Was ist denn das Sega? Sega Game Gear. Das ist aufgeschraubt hier. Ist es? Nee, das ist, da kann man so einen Ständer dran machen. Hier ist sogar eine Fernsehantenne. Aber an geht er nicht, ne? Ha? An geht er nicht. Wenn der Akkupack noch voll ist, nee, der ist auch leer. Ja, der ist schon leer. Sag was dann, weil ich sammle so Retro-Sachen. Das ist ja so Retro. Ja, nicht immer. Wie gesagt, mit allem drum und dran. 20 Euro. Ich wäre so bei 10. 15? Ja, mach 15. Ja, 15. Okay. Hast du cool. Richtig, richtig geil. Meine erste Game Gear auf dem Flohmarkt und vor allem für so einen geilen Preis mit so viel Zubehör, mit dieser Tasche. Richtig nice. 15 Euro ausgegeben. Ja, der Kollege wollte einen 20er. Ich habe 15 Euro dann am Ende angeboten. Ja, er hat dann zugeschlagen. Ja, wir waren sind gerade ins Dorf rein. Kanzler und ich steigen aus. Kanzler läuft auch zu den Kollegen. Ich auch. Aber irgendwie haben wir beide das gar nicht bemerkt. Ich dachte zuerst ein Rasierapparat vom Weiten. Ne? Sieht aus wie so ein Rasierapparat, der Akku von der Game Gear. Und beim zweiten Blick habe ich erst gesehen, dass das eine Game Gear ist. Ja, war richtig witzig. Der Kanzler ist dann zu einem anderen Kollegen gegangen, den wir gesehen haben. Liebe Grüße, mein Bester. Ich denke mal, du weißt, dass wir an dem Tag das gefunden haben, dass du da warst. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und ja, richtig nice. Für 15 Euro eine Game Gear mit Zubehör zum ersten Mal. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Ja, diese Tasche war dabei, ja, die gehört auch zu Game Gear, ob das jetzt ein original Game Gear Ding ist, weiß ich nicht, aber das habe ich schon öfters auf eBay mal gesehen, weil das ist auch genauso gefächert alles, ja, also das gehört schon so wie es ist, ja, richtig zugeordnet und ich zeige euch alles jetzt mal im Einzelnen, ja, was alles dabei war. Hier war auf jeden Fall noch dabei von der Batterie-Pack, diese Gebrauchsanweisung, ja, sieht nicht mehr so schön aus, aber Hauptsache ist dabei. Ja, dann gab es hier diesen Akku, den Batteriepack, das Ding hier und das hat man wirklich damals an die Hose so dran gemacht, ja, und damit so rumgelaufen. Überlegt mal, so ein Ding, so ein Apparat, das wiegt auch ordentlich, ja, hast du es an deine Hose, so an den Jeans so dran gemacht und bist damit rumgelaufen, ja, als Batteriepack. Heutzutage würde ich jeder angucken und sagen, Digga, was ist das? Naja, auf jeden Fall das Ding. Ich dachte vom Weiten, ist ein Rasierapparat. Jetzt lag der so. Ich dachte, es ist ein Rasierapparat und hab das jetzt ignoriert, ja. Das war da drin in der Tasche. Stromkabel war dabei. Dann hier dieses
TV-Tuner. TV-Tuner war dabei. TV-Tuner war dabei. Richtig nice. Und natürlich die Game Gear war dabei. Ja, die Knöpfe sind gut. Leichte Kratzer an der Scheibe. Aber der Zustand ansonsten schön. Ja. Hier ist ein Spiegelloch dabei. Super Monaco GP. Das Ding geht natürlich nicht. Da müssen einige Sachen da ausgetauscht werden. Diese Kondensatoren. Heißt das Wort so? Hoffentlich, ja. Ja, da war ein Spiel dabei, wie zum Beispiel Mickey, also Castle of Illusion. Columns war dabei. Und Factory Panic war dabei. Plus das Super Monaco GP, was in der Konsole drin war. Ja, für das alles bezahlt 15 Euro. Richtig geil. Das Ding muss nur noch repariert werden. Dann ist das in einem schönen Zustand mit einem schönen Zubehör. Und dann bleibt das schön immer in der Tasche hier drin. Und bleibt natürlich auch in der Sammlung. Ab zur nächsten Szene. Habt ihr letztes Jahr eine Switch verkauft? Oder vor zwei? Ah, ne, dann war es anders. Ich habe hier, glaube ich, mal eine geholt. Das ist alles, was wir da haben. Okay. So einen alten Gameboy sowas auch nicht, ne? Nee. Was ist denn das hier? So was kostet hier? So ein Zugspiel? Oh. Das war der Wind. Lego oder Kartenspiele ist auch nicht. So Pokémon oder sowas? Nein. Pokémon. Luca, du könntest viel Geld machen. Ja. Hat der Pokémon? Will der nicht abgeben? Ja? Nicht zu verkaufen. Ja. Dann nehme ich mal für zwei mit. Das ist Pokémon. Hast du die Hülle nicht dafür? Nee, ne? Nein. Was kostet die CD nur so? Zwei? So, ja, okay, merke ich mir. Ich guck mal, was ich noch finde. Oh, cool, Godzilla. So, für mich gab es ein PlayStation 4 Spiel und zwar hier Train Sim World 2 Collector Edition. Ja, da muss man wahrscheinlich Bahn fahren. Ja, also ein Simulator und ja, oder Straßenbahn, Lok. Ja, hab's noch nicht gespielt. Vielleicht werden wir das mal auf Twitch mal anspielen. Hätten wir ein bisschen Bock. Vielleicht bin ich ja pünktlicher als die Deutsche Bahn und die stellen mich als Lokführer ein. Ja, vielleicht bin ich bald dein Lokführer, Kappa. Und dann gab es für mich ein paar Häuser weiter das beste PlayStation 1 Spiel, das ich je gespielt habe, und zwar Digimon World. Leider nur die CD. Aber hey, Leute, dieses Spiel wirklich ist Kindheit pur, ja, meine Jugend gewesen. Ich spiele das sogar immer noch. Ja, ich versuche es immer so, wenn ich Sommerurlaub habe, ja, reinzumachen in meine PlayStation. Ja, dann spiele ich das immer. Ja, richtig geiles Spiel. Und ja, das Spiel habe ich wirklich geliebt und kann das echt jedem empfehlen, einmal gespielt zu haben. Lange nicht gesehen. Ich gucke das gerade mit meinem Sohn, weil ich habe DVDs gefunden. Geil, Alter. Hast du noch mehr solche Sachen, du? Nein. Guck mal hier, wie geil. Mit schweren Herzen abgedrückt. Da, wo ich wohne, sieht man die nicht. Man muss 50 Kilometer fahren, um euch zu sehen. Nichts, okay. Ich kann dir nicht sagen, weil es an meiner Frau. Ah, okay. Wo ist denn die Frau? Die kümmert sich um die zwei Kinder. Okay. Also kann das, dir nur das sagen. Das Gerät dafür? Nee. Auch nichts. Nee. Was will die haben für das Gerät? 25. Ist okay, der Preis. Und für das 15? Ja. Kann man da nicht für 10er machen? Würde ich es nehmen, wenn die Frau okay sagt. Wenn du. Für das hier noch. Das ist ja was anderes. Gehört ja gar nicht dazu. Ja, ja, wenn du. Also, du willst aber nicht nur das mitnehmen, oder was? Nur das dann, wenn dann, ja. Dann gib mir 12, komm. 12? Ja, Mann, kommt zu gut. Ja, komm. So, ihr habt gesehen, ja, da war das Baby von den Dinos, ja, richtig teures Ding, ja, googelt mal ruhig oder schaut mal bei eBay, richtig geil, da war ich zu spät, aber hab dann hier dieses Spiel mitgenommen, ja, ich habe jetzt dafür 12 Euro bezahlt, ist schon viel, ja, weil dieses Pokémon Sonne ist jetzt nicht so der Knaller, das kriegst du überall, aber ich hatte gedacht, komm, an den Tag lief es mich so geil, ich habe so schöne Deals gemacht, dann gebe ich auch mal 12 Euro, ja, für dieses Spiel. Und ja, Pokémon-Sachen bleiben ja eh bei mir in der Sammlung. Und ja, willkommen in meiner Sammlung zum 7. Mal, 8. Mal, keine Ahnung. Ja, das war's auch mit dem Flohmarkt heute. Ja, wir waren auf einem Städteflohmarkt, im Anschluss auf dem Dorfflohmarkt. Und ja, was war euer Highlight hier? Mein Highlight war ganz klar die Game Gear. Hab zuvor noch nie eine Game Gear gefunden und vor allem, die war so komplett. Klar, die OVP war jetzt nicht dabei, aber ich meine, Ladekabel, TV-Tuner, Spiele, dann den Batterieakku, die Tasche,
Ja, sowas finde ich so geil. Klar, auch schöne Super Nintendo-Spiele gefunden oder die Glurak-Karte. Das sind alle schöne kleine Highlights gewesen an dem Tag. Aber ich fand das wirklich geil, dass ich endlich mal eine Game Gear gefunden habe. Das ist meine zweite Game Gear. Meine erste Game Gear habe ich damals gekauft beim lieben Tequila. Da hat er mir einen sehr guten Preis gemacht. Für 69 Euro habe ich das damals gekauft. Eigentlich hatten wir uns bei 70 geeinigt, aber er hat nochmal einen 1 Euro abgezogen. Für die Zahl 69, ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist auch ein Ferkel, ja, ich bin auch ein Ferkel. Von daher vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, wenn es heißt Flohmarktkunde, euer Patron. Ciao, ciao.